Silber, Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Yo, was geht ab? Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe eigentlich zum Stand jetzt noch wahrscheinlich über 10 Vlogs aus Amerika, die ich schneiden und hochladen muss. Und beginne jetzt trotzdem einen Vlog. Aber ich wollte euch bei einer bestimmten Sache mitnehmen. Und es gibt so viel Sachen, die jetzt in letzter Zeit passiert sind. Also Stand jetzt bin ich erst seit nicht mal einer Woche aus dem Urlaub zurück. Also es ist jetzt Donnerstag und letzte Woche Freitag bin ich aus dem Urlaub wiedergekommen abends. Und es ist so viel passiert. Also aktuell ist wirklich, es passiert jeden Tag nur Mist. Positiv gesagt, ja. Es gibt eine Diagnose mit Krebs. Ich habe euch da gar nicht so krass auf dem Laufenden gehalten, weil ich wollte irgendwie, also man kriegt sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram und manchmal will man das einfach nicht, weil es dann zu viel ist oder einen noch mehr verunsichert oder es auch einfach manchmal nicht helfen kann, auch wenn das oft nur gut gemeinte Sachen sind und auch Ratschläge. Aber manchmal geht das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, wenn ihr nicht in der Position seid, aber vielleicht hilft euch das, wenn ich es erkläre. Manchmal geht das einfach nicht. Deswegen habe ich super, super wenig geteilt. Es ist aber sehr viel passiert in letzter Zeit. Und da habe ich jetzt voraussichtlich eine fixe Diagnose. Ich müsste jetzt aber, ja, heute wird die wahrscheinlich nicht mehr anrufen. Wahrscheinlich morgen, hoffe ich, dass mich die Tierklinik anruft und dass ich dann die finale Diagnose habe. Und eventuell werde ich es euch dann erzählen, weil dann ist es so. Und ja, ich schau mal. Dann gibt es auch eigentlich eine Neuigkeit bezüglich Lipödem. Da will ich jetzt aber auch eigentlich nicht drüber reden. Ich werde es euch aber in diesem Vlog erzählen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es gibt Neuigkeiten und ich erzähle sie euch nicht. Ich erzähle sie euch einfach nicht heute, aber werde sie euch trotzdem erzählen, sodass es noch in diesem Vlog ist. Ja. Und das alles andere ist privat, dass ich das werde ich nicht erzählen. Aber so ein paar Dinge, die kann ich erzählen und werde ich euch dann auch erzählen. Aber der Hauptgrund, was Positives, kommen wir zu dem, weswegen ich den Vlog beginnen wollte. Ich habe gerade mein Video geschnitten, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das kam, naja, ich weiß nicht, wann dieser Vlog jemals online kommen wird. Ein Zelda-Video. Das neue Zelda-Spiel wird nämlich morgen released und ich habe passend dazu ein Video gedreht. Eine Woche lang Zelda-Food essen mit einem Zelda-Kochbuch. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Ja, also. Mein Sofa. Komplett random. Ich habe ein Sofa, was ich nicht mag. Das habe ich mir damals noch mit meinem Ex geholt, gebraucht. Also wir wollten ein neues Sofa, was da reinpasst, haben aber nicht wirklich eins gefunden und eine Freundin ist damals umgezogen und da war dieses Sofa und dann dachten wir, ach komm, dann nehmen wir das einfach und holen uns vielleicht irgendwann nochmal ein anderes, wenn das gerade einfach besser passt. Ja, dieser Moment ist irgendwie nie gekommen und ich habe mir schon ganz lange überlegt, auch als ich dann jetzt alleine war, dass ich ein anderes Sofa möchte. So, das Problem ist, dass ich gerne eins hätte, also das ist jetzt so ein ovales, was so schräg in dieser Ecke steht. Ich hätte aber gerne eins, was komplett zwischen diese zwei Wände geht, also komplett diesen Raum, Raum ausfüllt. Und dann halt auch eins mit einer geilen Liegefläche, also vorzugsweise ein Big Sofa. Big Sofas gibt es aber nicht in so schmal, dass die da reinpassen, die sind alle länger. Ich kann ja nicht die Wand rausbauen, ne? Also funktioniert nicht. Und die Sofas, die da reinpassen, sind so ganz normale Zweisitzer mit halt so einer schmalen, also 65 cm, glaube ich, einer super schmalen Sitzfläche, wo du halt sitzen kannst und eventuell quer auf dem Sofa liegen kannst. Aber das kann ich ja auf meinem jetzt auch. Ich würde aber gerne so liegen, dass ich quasi liege und auf den Fernseher schaue. Wie ein Bett. So. Ja, dann habe ich mich dumm und dämlich recherchiert. Ich hätte mir natürlich irgendwie zum Beispiel bei Fettsack, so diese Influencer-Sofa-Marke, was da zusammenbasteln können. Aber dann wäre ich halt locker 3.000, 4.000, 5.000 Euro, wenn nicht noch mehr, losgeworden. Habe ich nicht und will ich auch nicht ausgeben, um Gottes Willen. Ja, habe dann die ganze Zeit hin und her überlegt. Und dann war meine Idee, boah, ich muss mich mal kurz am Rücken kratzen. Hauptsache mit so einem Cuttermesser, keine Sorge, es ist drin. Habe ich überlegt, ein Schlafsofa zu kaufen. Und Schlafsofas kann man ja ausklappen, damit man drauf schlafen kann. Und dann dachte ich, wenn es mal schön aussehen soll, kann man das ja ganz normal da stehen lassen. Und im Normalfall, im Alltag, klappe ich das dann aus, dass es so ist wie ein Schlafsofa, also dass man drauf schlafen kann. Und dann habe ich ja diese große Liegefläche. Aber dann wiederum dachte ich mir, beziehungsweise Nancy hat das angesprochen, dass die meisten Schlafsofas, wenn sie ausgeklappt sind, super unbequem und hart sind. Zumindest diese eine Fläche, die
Die Lehne ist das ja bei den meisten Sofas so, dass man dann die Lehne ausklappt. War ein sehr guter Punkt, weil das ist tatsächlich so. Und bisher bei allen Sofas, die ich hatte, war das so. Und dann hat mir eine andere Freundin gesagt: Boah, Vanessa, warum stellst du da nicht einfach ein Bett hin? Und ich so: Ja. Erstmal dachte ich so: What the fuck? Und dann dachte ich so: Ja, fucking yes. Ja, kommen wir zum Punkt. Ich habe mir ein Bett bestellt. Also einfach ein ganz normales Bettgestell, was aber sehr gut zu meiner Wohnzimmereinrichtung passt. Eine Matratze. Bin natürlich jetzt günstiger als bei einem Sofa. Also ich war bei den Sofas mit Schlaffunktion bei so 600 bis 900 € und für alles, also wirklich alles mit Decken, mit Kissen, mit allem drum und dran, was ich mir für das Bett bestellt habe, bin ich günstiger. Und ich habe alleine schon eine Matratze für fast 300 € gekauft. Das ist geil. So, also ich habe mir ein Bettgestell gekauft, eine Matratze und zwar ein Bett 2 Meter mal 1,80. Es ist so geil, es passt genau da rein. Ich glaube, es wird ein Traum. Ja, und dann denkt man sich so, ja, aber dann hat man ja gar keine Lehne und so. Ich habe da so Kissen gefunden. Die sind jetzt leider heute noch nicht da, ansonsten ist alles schon da. Aber wird auch noch in diesem Vlog kommen. Also ich werde euch das Endergebnis in dem Vlog zeigen. So Kissen, die wie so eine Lehne sind von einem Sofa. Und dann werde ich das alles so in beige gestalten und Petrol, weil mein Sofa ist ja, ach mein Sofa, mein Wohnzimmer ist ja so sehr mit Petrol. Ich habe ja auch so Petrol oder so dunkelgrüne, wie auch immer, Stühle an meinem Esstisch und Bilder und dachte mir, das ist ganz geil. Dann habe ich sowohl eine beiges Bettlaken und eine petrolfarbene Tagesdecke, als auch andersrum. Also petrolfarbene Bettlaken und beigefarbene Tagesdecke, dass ich so ein bisschen variieren kann. Und das Geile ist, gerade mit Tieren finde ich, man kann das dann einfach waschen. Einfach Bettbezug weg und dann waschen. Oder Tagesdecke drüber waschen, wie auch immer. Und bei einem Sofa, wenn du das, also ich mache da halt, ich bin kein Fan davon, da so eine Decke oder so drauf zu legen, weil ich finde, das sieht blöd aus auf einem Sofa. Also klar, man hat eine Decke da so, um sich zuzudecken. Aber halt diese Sitzfläche, dass man die schützt, das habe ich halt nicht. Und ich finde, das mag das auch irgendwie nicht, weil das sieht doof aus. Und wenn du das dann reinigen willst, dann brauchst du ja wirklich so ein Feuchtsaugergerät, dem man sich so ein DM oder so ausleihen kann. Wie oft machst du das? Ne? Also das finde ich ganz geil. Und ich stelle mir die Idee sehr geil vor. Und jetzt ist alles angekommen. Das Problem ist, Cuttermesser. Das Sofa wird erst wahrscheinlich, also wenn ich Glück habe, morgen abgeholt, aber die Frau meldet sich nicht mehr, die es kaufen will. Ansonsten Sonntag. Aber ich bin halt ungeduldig und bin jetzt gerade fertig geworden mit Schneiden. Das Problem ist, es ist kein Problem für mich, das Sofa wegzuschieben. Aber ich muss das ja zwischen Wand und Holzbaumstamm durch und das passt nicht. Das heißt, ich muss es hochheben und kippen und das kriege ich, glaube ich, alleine nicht hin. Aber ich muss. Ja, auf diese Reise werde ich euch mitnehmen. Hallo, mein Engel. Hallo, mein Schatz. Du bist so süß. Also, Stand jetzt ist dieser. Das ist das Sofa. Ihr seht, das ist auch voll mit Haaren. Und es passt halbwegs gut da rein, aber es steht halt so schräg. Und das Ding ist, Craft liegt immer hier. Und ich habe dann diesen Space. Ich könnte mich so hinlegen, um ihn rumschlängeln. Mache ich auch manchmal, aber dann liege ich halt so quer. Und ich würde halt gern so liegen. Und das ist halt nicht machbar. Und ich liege voll oft so, dass ich hier liege und meine Beine so an die Wand mache. So. Und das ist keine bequeme Liegeposition. Nun ja, das Bett, was ich mir jetzt bestellt habe, also ich glaube, ich kriege das Sofa da nicht so durch, ne? Das ist breiter. Fuck. Naja, das Bett, was ich mir bestellt habe, geht von da nach da. 5 cm, glaube ich, weniger, aber das ist trotzdem geil. Und ungefähr bis hier. Also ein Tacken weiter als die Wand, was ich richtig geil finde. Das heißt, ich kann die Tische da auch stehen lassen und. Ich glaube, es wird zauberhaft. Das ist ein bisschen höher, aber nicht viel. Also ich glaube so 5 cm oder so. Es ist alles geil. Es ist alles geil. Ich muss mal jetzt ein bisschen vorbereiten und dann nehme ich euch gleich mit. So, ich werde, ich glaube, ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich packe, glaube ich, erstmal die Tische hier ein bisschen zur Seite, weil die sind ja jetzt ein bisschen irrelevant für diesen Prozess. Ich kann die ja Gott sei Dank alle so ineinander stellen. Einfach so weit am Rand, wie es geht. So. Ah, vielleicht mache ich auch den Teppich weg.
Nee, der ist ganz gut eigentlich zum Aufbauen gleich vom Bett. Gott, ich freue mich. So, ich glaube, Pierre Penis ist der einzige, den ich behalten werde, weil das Sofa kommt weg. Und ich glaube, die Decke und die beiden Kissen, die habe ich so unendlich lange schon. Ich glaube, das werde ich einfach mal entsorgen. Bin ja eigentlich nicht für so Sachen entsorgen, aber irgendwann ist es halt auch mal Zeit, ne? Du sollst auch meine Kontakte nicht bearbeiten, Siri. Was ist los mit dir? So, das kann ich dann nämlich gleich direkt auch einmal enthaaren, wenn ich schon mal dabei bin. Line is creep, while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Es ging. Tatsächlich alleine. Ich habe dieses Mal so hochkant dahingestellt. Das Gute ist halt, dass ich das so machen kann, weil sonst hätte ich es im Leben nicht geschafft. Jetzt, nun ja, müsste ich ein bisschen sauber machen. Und dann machen wir uns ans Bett, würde ich sagen. Okay, es hat geklappt. So, versteht da. Also habe ich euch schon gezeigt. Ich habe sauber gemacht. Ich werde jetzt aufbauen. Ich mache euch einfach einen Zeitraffer, weil ich mache mir dann irgendwie YouTube oder so an. Damit ich, genau, auch irgendwas habe, was mich berieselt. Mit den Kabeln, das ist ein bisschen blöd, aber das hat man beim Sofa nicht gesehen und ich glaube, das wird man beim Bett auch nicht sehen. Von daher, was soll's. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Es ist mittlerweile kurz vor 10.
Halleluja. Ich bin soweit, also mit dem Bett bin ich fertig. Oh Gott, es hat auch ganz gut geklappt. Ich musste ein paar Sachen nochmal neu machen, weil dann hatte ich die falsch rum drin und ich hatte extra in der Anleitung geguckt, wie rum, aber manche Sachen waren nicht gut beschrieben. Ich überlege, es ist ja so ein bisschen Platz noch. Das sind die 5 cm, die ich erwähnt hatte. Ob ich die hier lasse oder da. Aber ich glaube, ich lasse sie da, weil... Das wäre nämlich ganz geil. Ein bisschen dumm, das jetzt auszuprobieren. Wahrscheinlich, aber... Ja. Ich will den Mülleimer dahin haben. Alles klar. Ich wollte erst die Lampe, die vorher da in der Ecke stand, auch dahin stellen. Aber dann müsste ich es halt komplett nach da schieben. Und ich glaube, das macht schon mehr Sinn. Vielleicht stelle ich die Lampe auch dahin. Also, dass sie da so steht, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Naja, das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Und dann muss ich jetzt erstmal eine Pause machen. Weil ich habe heute fast noch gar nichts gegessen. Also wirklich eigentlich gar nichts. Und es ist halt 10 vor 10 und ich will auch nicht ultra spät was machen. Deswegen schmeiße ich jetzt was in Thermomix. In der Zeit, wo das kocht, kann ich ja weitermachen. Und dann esse ich und mache den Rest. Lampe habe ich da hingestellt. Hier mache ich jetzt so eine Steckdose noch rein, weil schadet nicht, bevor dann die Matratze da ist. Dann ist sie lieber da. Also das ist so ein Würfel. Den habe ich auch da. Und den habe ich eh übrig. Also ich gucke mal, ob ich ihn brauche. Ansonsten kann ich es ja wieder ausstöpseln. Aber dann ist es schon mal drin. Und dann da der Mülleimer. Das ist halt so praktisch, wenn man da chillt. Ne, hatte ich vorher auch. Mülleimer dazu haben. Oh, es ist geil. Jetzt gehe ich erstmal kochen und dann mache ich gleich weiter. Und stelle gleich, glaube ich, auch mal eine Softbox auf, weil sonst ist es zu dunkel. Dann morgen. Hi, ich habe mich lange nicht gemeldet, jetzt aber einmal kurz, weil ich gerade eine kleine OP an mir selbst vorhabe. Erstmal, ja, das ist eine gute Kameraperspektive. Man sieht mein Doppelkinn und sonst nichts. Heute ist Dienstag, der 16.05., also nur noch 10 Minuten lang, es ist 10 vor 12. Wow, ist ganz schön nah. Karef hat heute Geburtstag. Karef wird heute 2. Das ist so verrückt. Dass er ist einfach schon über anderthalb Jahre bei mir. Das ist so crazy. Ja, das ist mir ein bisschen nah. Heute ist nicht sehr viel passiert außer Arbeit. Und ich war schön mit Karef spazieren. Die Teile für mein Sofa sind immer noch nicht angekommen. Deswegen kann ich euch da noch nicht allzu viel zeigen. Zeige ich euch aber noch, wenn es fertig ist. Ansonsten gibt es tatsächlich gar nicht so viel Neues. Es ist immer noch ein bisschen Drama bezüglich Karef. Ich weiß gar nicht, wann ich gevloggt habe. Vor knapp einer Woche, glaube ich. Also letzte Woche Dienstag war ich in der Tierklinik und jetzt ist wieder Dienstag. Ja, das werde ich euch noch erzählen. Also ich warte immer noch auf den Rückruf von der Tierärztin, deswegen macht es jetzt keinen Sinn, erstmal drüber zu reden. Werde ich euch aber noch erzählen. Oh Gott, das ist richtig dumm, dass ich das... Weil in dem Vlog werdet ihr es sowieso erfahren. Und wenn ich dann da 10 Mal sage, ihr werdet es noch erfahren. Aber für mich sind da halt voll viele Tage dazwischen. Egal, ich werde dieses Piercing rausmachen. Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ich das habe, weil man sieht es nicht, nur wenn ich es so mache. Und meine Zähne werden schmerzempfindlicher. Na klar, das habe ich euch auf den Spiegel gestellt. Ja, und ich finde gerade irgendwie diese Zange dafür nicht. Deswegen versuche ich es jetzt so... Oh Gott. Nee, ich suche die Zange. Ja, dadurch, dass man es halt eh nicht sieht. Und ich bin eigentlich jemand, der nie Piercings rausmacht. Weil ich mir so denke, ich habe die mir nicht umsonst gestochen. Und den manchmal Schmerz ausgehalten. Deswegen bleiben die drin. Ich überlege gerade im Zuge dessen, ob ich vielleicht das hier mal wechsle. Das ist nämlich immer noch das Originale. Und ich wühle gerade hier so durch meine Piercings und sehe so, dass ich da echt schöne habe. Aber da wo meine Piercings sind, ist leider nicht die Zange, die ich benötige. Ob ich das mit den Fingernägeln kriege, da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Aber, oh Gott. Fucking hell, Alter. Mittlerweile tut's weh. Ich hoffe. Ja. Das war's mit der Kugel. Wie relevant ist die für mein weiteres Vorhaben? Nicht so relevant. Verluste gibt's immer. Und falls ihr sowas ekelhaft findet, guckt weg. Hi, Karel. Da ist er. The Ring.
geile Perspektive. Mm. Fühlt sich komisch an. Mm. Fühlt sich richtig komisch an. Habe ich da jetzt eigentlich einen Abdruck in meiner Oberlippe? Ja, nee. Wechsle ich jetzt das Piercing hier noch? Habe ich da jetzt Bock drauf? Habe ich da wann anders Bock drauf? Ich kann alles beneinen, verneinen. Ich hätte auch eigentlich Lust, meine Nasenpiercings zu wechseln, aber ich liebe halt die Kombi, die ich gerade drin habe. Deswegen macht das wenig Sinn. Ich wüsste halt auch nicht, was, also wie ich es wechseln soll. Ob ich da einfach einen Ring reinmache? Ich könnte diesen kleinen da reinmachen. Wie Sie sehen Sie nichts. Der ist noch nicht komplett abgeheilt, auch wenn da schon Ewigkeiten drin ist. Aber ich habe mein Nasenpiercing gewechselt. Das war ein Pain in the Ass, weil das hier war vorher drin und es sieht fast, oh Gott, ja, fast gleich aus. Wir machen das vielleicht eher so. Sieht fast gleich aus, aber es ist kleiner, also vom Durchmesser. Und der Ring an sich, man sieht es, glaube ich, ist dünner. Das heißt, ich musste einen dickeren Ring in ein Loch machen, was nicht so dick war. Und habe den da halt einfach durchgehämmert, also hier den in meine Nase. Es tat super weh und jetzt pocht es auch. Also was heißt super weh? Also es tat schon weh, ja. Und jetzt pocht es auch ziemlich. Ja, aber das macht man halt so nachts um kurz nach 12. Nö. So. Jetzt habe ich einen neuen Nasen. Ich weiß gar nicht, welchen ich besser finde. Ob der mit zu groß ist und zu dominant. Ja. Somit würde ich mich verabschieden. Random. Dann morgen. Schaut mal, was gerade angekommen ist. Die Kissen. So sieht's gerade da aus. Also, was soll ich sagen? Ich schlafe immer noch da. Hallo übrigens. Habe jetzt schon wieder lange nicht mehr gevloggt. Bin gerade dabei, eigentlich mich fertig zu machen. Bin so in the middle of schminking. Ja, ich habe jetzt das helle Bettlaken drauf. Ich finde das schöner tatsächlich. Also jetzt sieht es halt aus wie ein Bett, ne? Weil, naja, es ist auch gerade ein Bett. Ich packe die mal aus. Und dann schauen wir mal, ob das dann perfekt ist. So, es sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen Sofa-ähnlicher aus. Irgendwie, ich habe mir die ein bisschen breiter vorgestellt. Also die sind sehr weich. Hier, die haben ja hier so eine Handytasche noch. Und ja, doch, eigentlich, jetzt wo sie stehen, geht's schon. Passt halt perfekt zum Bettlaken. Doch, es ist schon cute. Es ist schon cute. Was sagen Sie dazu? Gut. Tada! Das sieht doch cute aus, oder? Und jetzt kann ich, also ich habe jetzt beide Decken da drauf. Eigentlich dachte ich halt, ich mache die helle plus die petrolfarbene Tagesdecke. Und wenn ich es tausche, das petrolfarbene Bettlaken und die Decke, habe jetzt aber einfach beide draufgelegt. PHP-Nis ist da. Aber ich finde es schon süß. I like it. Hi. Nun, was soll ich sagen? Den Part des Vlogs, den ihr vorhin gesehen habt, der ist über ein Jahr alt. Und ich habe es bisher nicht geschafft, das Video hochzuladen, geschweige denn zu bearbeiten. Und jetzt ist es endlich an der Zeit, weil ich dachte mir, oh Gott, ich kann das jetzt nicht ewig so stehen lassen. Also ich weiß noch, dass ich in dem Vlog über Karev gesprochen habe und das Bett in mein Wohnzimmer integriert habe. By the way, folgt auch bald ein Makeover-Video von diesem hier auf meinem Hauptkanal. Da könnt ihr sehr gerne mal die Äuglein offen halten in der nächsten Zeit. Ansonsten habe ich vor kurzem meine Haare verändert. Das heißt, ich bin jetzt red, wie man schwer erkennen kann. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down.
ich weiß nicht mehr allzu viel, was ich in dem Ausschnitt vorher gesagt habe. Ich weiß, dass ich halt ein bisschen über Graf und so gesprochen habe und will da einfach nochmal kurz den Kreis schließen. Wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen, um ihm bestmöglich zu helfen. Aber es hat sich auf jeden Fall noch einiges getan. Ich glaube, als ich das Video angefangen habe, waren wir so in der Angstrichtung, dass wir auch verschiedene Medikamente, also verschiedene Psychopharmaka ihm gegeben haben. Oder das fing vielleicht danach sogar an, was die Angst... Wow. Wow. Was die Angst betrifft, Kamera kurz abgestürzt, beziehungsweise da stand dann ja auch IBD im Raum und ach, was weiß ich nicht was. Um euch da einmal kurz abzuholen, ich dachte, wie gesagt, dass ich irgendwie schon was erzählt hätte und jetzt beim Schneiden habe ich gemerkt, ich habe gar nichts erzählt. Also zum Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, das war ja im Mai, da habe ich auch erzählt, dass ich in der Klinik war und die haben Karev in Narkose gelegt und haben ihn untersucht mit einem Ultraschall, mit einer Gastroskopie, mit einer Magenspiegelung und was weiß ich nicht, was Röntgen, also alles Mögliche wurde dort gemacht. Und die haben nicht wirklich was gefunden, beziehungsweise sie meinten, es deutet alles auf eine IBD hin. Und wir haben dann eine komplette Ernährungsumstellung gemacht, eine Ausschlussdiät, der hat hypoallergenes Futter bekommen und ja, so ganz wilde Sachen. Und das war eben schon ein langer, nee, warte mal, die Reise war bis dahin schon recht lang, so. Das fing alles an ziemlich zeitnah, nachdem ich ihn bekommen habe, dass ich gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ihr habt ja im Video gesehen, dass er da schon 2 wurde. Und ungefähr so seit er 1, 1,5 ist, war das. Genau, und das war dann halt der Punkt, wo wir in der Klinik waren, wo es auch alles irgendwie super seltsam ist, weil ich habe gesagt, der Hund hat Schmerzen. Die haben dann auch so eine leichte HD festgestellt, also eine Hüftdysplasie, haben aber auch gesagt, das ist nicht so weiter besorgniserregend. Und dann meinte ich, er hat doch aber offensichtlich hinten Schmerzen. Er ist berührungsempfindlich und es tut ihm weh. Und dann meinten die, als die ihn untersucht haben, also als ich nicht mit dabei war, haben die da wohl hinten rumgedrückt und er hätte keine Schmerzsymptome gezeigt. Ja, und Karev hat halt panische Angst beim Tierarzt oder bei der Tierärztin und dass er dann da nicht irgendwie, weiß ich nicht, fiepst oder so, weil der ganz andere Sorgen hat, ist für mich klar. Ja, es war auf jeden Fall nicht so ein geiler Termin und ich war super frustriert danach. Mittlerweile weiß ich es besser, dass er definitiv Schmerzen hatte und die das einfach nicht ernst genommen haben. Aber ja, um euch da kurz abzuholen, also das war der Termin in der Klinik, wo alles mögliche untersucht wurde und Resultat war leichte HD und eventuell IBD, also ihr könnt das gerne googeln, das würde jetzt zu ausschweifend sein, wenn ich das erkläre. Ja, und dann eben wieder mal alles umgestellt und ach, was weiß ich, wir machen mal weiter. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, mit verschiedenen Personen und verschiedenen Medikamenten die Angst von Graf zu behandeln, was nicht funktioniert hat. Wir haben dann im September herausgefunden, also wir Ärzte und Ärztinnen, haben herausgefunden, dass er hinten im Rückenbereich einen zusammengewachsenen Wirbel hat, was unfassbare Schmerzen macht, also wirklich unfassbare Schmerzen. Seitdem bekommt er relativ starke Schmerzmittel, also wir haben tatsächlich angefangen mit 20 Tabletten täglich, also nicht nur Schmerzmittel, das waren dann verschiedene Sachen, die er bekommen hat, das war auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Was krass war, dass die Angst tatsächlich weg war. Und ich habe das vorher auch schon ganz oft gehört, dass Angst zu 90, 99%, was auch immer, schmerzbedingt ist. Und dachte mir so, ja, naja, aber er scheint ja Angst zu haben. Und vor allem meinten das auch immer alle Ärzte und Ärztinnen, dass der halt so körperlich nicht wirklich was hat, was das begründet. Und der ist halt einfach ein ängstlicher Hund. Und irgendwann, als Laie vor allem, glaubt man das ja auch. Ja, turns out, ich habe keinen ängstlichen Hund, sondern ich hatte einen Hund mit unfassbaren Schmerzen. Ja, genau. Da haben wir das dann mit den Medikamenten behandelt und waren dann auch bei der Physio und bei einer Osteopathin und ja, das war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass Karev nicht wirklich gut gefressen hat oder generell teilweise eine Woche lang gar nicht gefressen hat und dann einmal gefressen, dann wieder eine Woche nicht, also immer nur so einmal pro Woche. Das ist tatsächlich immer noch so, also auch jetzt noch über ein Jahr später.
Was noch relativ neu ist, wir haben im Dezember angefangen, oder ich habe angefangen, mit einer Tierheilpraktikerin Kontakt zu haben, bezüglich Mittelmeerkrankheiten. Der Test bei Caref auf Mittelmeerkrankheiten von vor, anderthalb Jahren oder sowas, der ist negativ. Aber wir haben dann tatsächlich nochmal einen ausführlicheren Test gemacht, der nicht mehr negativ war. Ja, dann denkt man sich so, man zahlt knapp 300 Euro für einen Mittelmeercheck und denkt sich, geil, der ist negativ, super. Ja, turns out, war nicht so. Das heißt, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich, also wir haben, glaube ich, direkt 1. oder 2. oder 3. Januar angefangen mit der Behandlung, behandeln wir verschiedene Mittelmeerkrankheiten, die wohl auch ziemlich krasse Beschwerden bei ihm auslösen. Und da haben wir auf jeden Fall schon Erfolge festgestellt. Also wir haben die erste Behandlung, ich glaube, vor anderthalb Monaten ungefähr beendet. Was krass war, ist, dass der nach der Behandlung mehrere Wochen gefressen hat, als wäre nie was gewesen. Also einfach ganz normal hat er sein Futter gefressen. Ich musste nichts machen. Boah, das war so geil. Das war so geil. Leider hat es irgendwann wieder aufgehört. Jetzt ist es wieder so wie vorher. Aber uns war von vornherein klar, dass wir halt nicht nur diese eine Behandlung machen, sondern mehrere Durchgänge, also zwei auf jeden Fall. Und das steht uns jetzt noch bevor. Diese Behandlungen sind tatsächlich, vor allem glaube ich für mich, sehr furchtbar, weil der da alle zwei Wochen, glaube ich, kriegt er immer so eine super krasse Spritze. Und also die halt sehr gefährlich sein kann und dann noch so ein krasses Tablettenmedikamentzeug. Und die Zeit der Behandlung war einfach für mich schlimm. Und deswegen habe ich ein bisschen Bammel, weil wir das nochmal machen müssen. Also ich weiß nicht, ob wir nochmal genau dieselbe machen oder nochmal oder eine andere und vielleicht später nochmal die. Ich weiß es noch nicht so genau, weil wir müssen auch vorher erstmal testen, wie jetzt generell der Stand ist und was wir dann behandeln. Ja, das war auf jeden Fall das. Also wir sind da in Betreuung. Ich hatte auch irgendwann mal irgendwas mit Globuli gepostet, die er aktuell auch noch zusätzlich bekommt und habe so ein, zwei dumme Nachrichten bekommen von wegen, dass das ja völliger Quatsch ist und wurde so richtig angegangen von wegen, ich denke, ich will meinem Hund helfen, was soll der Scheiß? Ich denke mir so, wenn ihr wüsstet, was ich die letzten fast zwei Jahre oder ziemlich genau zwei Jahre durchgemacht habe, was ich dem an Medikamenten gegeben habe, bei wie vielen Tierärzten und Tierärztinnen wir waren. Wir waren ja wirklich mehrmals die Woche, monatelang bei verschiedenen Ärzten und Ärztinnen. Und der hat alles Mögliche bekommen und mittlerweile sind wir ausgeschöpft. Also die Ärzte und Ärztinnen haben keine Idee mehr. Die geben ihm jetzt nur noch die volle Dröhnung an Schmerzmitteln und das war's. Und da fielen dann natürlich auch so Sätze wie, ja, wenn er die Schmerzmittel, die er jetzt bekommt, so weiterbekommt, dann kann es sein, dass er nur noch ein, zwei Jahre lebt, weil das halt voll auf die Organe geht. Und sowas zu hören ist natürlich furchtbar. Der Hund wird jetzt 3 in 6 Tagen. Und das ist kein Alter. Und genau, ich hatte dann, also verschiedene Erfahrungen, wurden mir weitergeleitet. Und ich dachte mir, warum soll ich das denn nicht ausprobieren? Also selbst wenn irgendwo geschrieben steht, dass es wissenschaftlich belegt, dass das nichts bringt, was habe ich zu verlieren? Außerdem kriegt er ja nicht nur Globuli und dann ist das damit durch, sondern wir machen ja trotzdem, wir arbeiten ja trotzdem mit Tierärzten und Tierärztinnen zusammen, die ihn doch also auch behandeln mit Medizin. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir haben einen sehr großen Teil der Medikamente schon ausschleichen können. Er bekommt jetzt nur noch ein einziges Schmerzmittel. Das ist super krass, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das so schnell machen können. Und es geht ihm auf jeden Fall auch besser. Aber wie gesagt, wir sind halt einfach noch nicht durch mit der Behandlung. Genau, das ist jetzt eigentlich so der aktuelle Stand. Wir sind auch weiter noch bei der Physio, beziehungsweise müssen das teilweise ein bisschen pausieren während der Behandlung. Ja, das ist der Stand der Dinge. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich hätte euch jetzt gerne geupdatet und hätte gesagt, ey, es ist alles in Sack und Tüten. Wir haben jetzt alles herausgefunden. Wir haben alles erörtert. Wir haben den Hund komplett behandelt. Er ist jetzt happy, healthy, whatever. Wer weiß, ob er es jemals sein wird. Auf jeden Fall ist das nicht so. Das ist schade. Aber wir sind sehr viel weiter als noch vor über einem Jahr. Ich weiß,
dass er kein ängstlicher Hund ist, sondern dass es die ganze Zeit an den Schmerzen lag, dass sie einfach nur nicht entdeckt wurden. Und das ist auch was, da hatte ich sehr lange mit zu knacken, dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, weil ich mir dachte, ich bin ja zu Tierärzten und Tierärztinnen gegangen, weil ich wusste, es geht meinem Hund nicht gut, der hat Schmerzen. Und hatte dann das Gefühl, dass ich hätte dranbleiben sollen und mich nicht mit dieser Angstthematik hätte abfinden sollen. Aber man weiß es nicht besser. Also ich in dem Fall. Und irgendwann glaubt man das. Wenn man das von so vielen Personen gehört bekommt, war das Deutsch, dann denkt man sich so, naja, die machen das ja beruflich, die haben das ja gelernt, ich nicht. Also werden die schon recht haben. Ja, dem war leider nicht so. Auf jeden Fall haben wir das festgestellt. Wir haben das festgestellt mit dem zusammengewachsenen Wirbel. Das heißt, es kann sein, dass er generell auch nur wegen des Wirbels einfach auf Schmerzmittel angewiesen ist, weil man kann das nicht beheben. Das ist so. Punkt. Da hat er einfach Pech. Ja, und da versuchen wir jetzt einfach generell das Beste draus zu machen. Wir versuchen jetzt die letzten Reste der Mittelmeerkrankheiten aus ihm rauszubekommen. Und dass er dann einfach so glücklich und so schmerzfrei wie möglich leben kann. Genau, aber das war so ein krasser Moment, als einfach diese Angst von jetzt auf gleich weg war, die vorher, seit er bei mir ist, da ist. Da, also, das ist so krass, wie sich der Schmerz halt auch äußert, weil man denkt sich so, also als Mensch, der keine Ahnung davon hat, ich, denkt man sich so, ja, wenn der Hund Schmerzen hat, der wird einem das ja zeigen, der wird ja vielleicht irgendwie nicht so mobil oder so agil sein, nicht so viel rumrennen, vielleicht fiepen, winseln oder so. Ja, dass der Hund dann einfach ängstlich ist und das die Art ist, den Schmerz zu zeigen. Ja, naja, egal. Das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Wir sind dran. Ich bin froh, dass wir das alles schon durch haben und dass es besser ist. Und ja, ich würde euch gerne noch mehr updaten, aber ich habe keine Ahnung, was ich in diesem Vlog alles gesagt habe. Und ich möchte mir ihn auch ungern nochmal anschauen, wenn ich ehrlich bin. Weil der Grund, warum ich ihn nicht hochgeladen habe oder nicht bearbeitet habe, ist, weil das Thema für mich einfach schlimm ist. Und ich auch eigentlich nicht drüber reden will, aber irgendwie will ich es doch einmal gesagt haben, weil ich halt unfassbar viele Fragen dazu bekomme. Und deswegen möchte ich das einmal so gesagt haben, was Sache ist. Und ja, deswegen beiße ich einmal die Zähne zusammen, bearbeite das einmal, lade es hoch und dann, ja. Aber nur, dass ihr versteht, dass ich, also warum ich das jetzt so lange, wirklich insane lange, nicht angegangen bin, dass ich das Video hochlade. Das ist der Grund, weil mir das sehr schwer fällt. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, dass ein Vlog online kommt. Und generell Thema Vlogs, wild. Ich würde, also aktuell verspüre ich immer mehr den Wunsch, wieder zu vloggen. Ich habe letztens, also ich streame. Ich bin mittlerweile eine kleine Streammaus. Also ihr könnt mir sehr gerne auf Twitch folgen. Ich streame auch fast täglich tatsächlich. Also ich bin wirklich richtig wild am Streamen. Es ist so geil. Es macht so viel Spaß. Es ist, also der Vorteil zu YouTube ist, dass wir einfach wirklich den Live-Austausch haben. Wir können live miteinander quatschen, chatten, quasseln. Es ist so cool. Also egal, ob ihr jetzt Twitch mögt oder vielleicht auch nicht mögt oder noch nicht ausprobiert habt, macht es mal. Ich konnte Twitch früher nie was abgewinnen und jetzt liebe ich es. Also schaut einfach mal rein. Ich heiße da auch Jonessa, checkt es gerne mal ab. Ich würde mich super freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, irgendwie habe ich aktuell echt den Wunsch, achso, das wollte ich sagen, ich habe in einem Stream letztens alte Vlogs von mir geschaut. Und da dachte ich so, wie cool war das, einfach alles zu vloggen damals, was ich gemacht habe. Ich habe ja daily gevloggt, ich habe 7 Vlogs die Woche hochgeladen, jeden Tag. Das war heftig, das will ich auch nicht nochmal machen. Aber einfach den Alltag so zu begleiten, irgendwie denke ich mir oft, ich kann, also das ist nicht mehr zeitgemäß, ich könnte das gar nicht mehr. Die Leute würden das gar nicht checken. So, wenn ich jetzt sage, ich vlogge jetzt das, was wir machen, die würden mich richtig dumm angucken. So, also irgendwie geht es nicht mehr, aber irgendwie hätte ich auch trotzdem wieder Bock, das so wie es halt machbar ist, zu machen. Ich muss mal gucken. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, ob ihr da ready für wärt oder eher so, ne, muss nicht sein, Hauptkanal-Videos reichen. Schreibt mir das gerne. Und jetzt habe ich sehr viel gelabert. Das war nicht mein Plan. Ich muss jetzt nämlich arbeiten gehen. Ich muss mich erstmal umziehen. Und da muss ich gleich losdüsen. Aber ich wollte das jetzt unbedingt gefilmt haben. Ich schiebe das seit Wochen auf. Also eigentlich schon seit über einem Jahr. Aber seit Wochen ist es konkret, dass ich sage, ich lade diesen Vlog jetzt hoch. Ja,
habe euch unfassbar doll lieb. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für das, für diese Verspätung, für das, was ich gesagt habe, für meine Gefühlslage. Ja, und lasst mir vielleicht ein paar nette Kommentare da. Also, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und vielleicht sehen wir uns bald hier auf dem Kanal wieder. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,